Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück. Wir verschaffen uns einmal ganz kurz einen Überblick, denn die letzte Aufnahme ist bei mir jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich muss mir nochmal ganz kurz anschauen, was wir machen müssen. Wir hatten hier unten Hunter, das weiß ich noch. Genau, wir haben da oben die Tür, da müssten wir mal durch. Eine Tür, die rot blinkt. Wir haben, warum auch immer, der Tigerkopf, der immer noch gelb blinkt. Aber hat man doch alles nachgeguckt oder war da irgendwas? Müssten wir uns unter Umständen vielleicht nochmal angucken. Da ist noch ein Aufzug, der führt irgendwo hin. Wir hatten ja auch eine Reihe Aufzüge. Raum über uns war das, ne? Oder wo war das denn nochmal? Genau, hier auf der Etage. Das hatten wir auch noch. Wir haben mal ein ziemlich großes Gebiet. Das ist ja größer, als ich eigentlich vermutet hatte. Weil bei Claire war das ja eigentlich überschaubar. Da hatten wir das hier noch und dann war vorbei. Hier ist ja noch ordentlich was drunter. Ja, da bin ich mal gespannt. Das wird noch lustig. Das weiß ich jetzt schon. Das wird richtig toll. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann war es das für heute. Nein, das war es natürlich nicht. Verarscht. Nein. Wir legen mal los. Wir wollen mal hier ein paar Zombie-Köppe vermöbeln. So, genau. Das war das richtige Wort. So, hier ist es arschkalt. Genau, wir sind ja auch in der Antarktis. Habe ich mir sagen lassen, da ist es kalt. Meistens. Okay, wir gehen jetzt mal eben die Tür raus. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Guck mal durch die... Oh, wir lunzen mal durch die Tür. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da überhaupt irgendwo was wir da Tolles finden. Okay. Ich will hoffen, dass die Hunter nicht irgendwie zurück können. Also zurückkommen können, vielmehr. So, wir gehen mal hier durch. Mal gucken, wo wir hier landen. Ach, ist ja geil. Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon, dass wir diesen Vorraum, der jetzt genau uns gegenüber liegt, dass wir da ja mal durchgeflitzt sind oder dass wir da mal drin waren. Das fand ich ja schon ziemlich geil und hier ist quasi die Empfangshalle. Ist ja toll. Aber wieso ist das hier in der Antarktis alles nachgebaut? Soll das etwa bedeuten, dass das hier alles schon genau getestet war, damals mit Chris? Mit Jill und mit den ganzen anderen Flitzepiepen. Obwohl, hier hinten ist es nicht ganz akkurat, denn hier war auch noch eine Tür. Aber man erkennt natürlich sofort, welcher Bereich das hier sein soll. So, da oben habe ich gerade gesehen, da war ein Bild von zwei irgendwas. Okay, das ist auch nicht ganz 100. Aber man weiß natürlich schon, welcher Bereich hier oder welches Spiel mit gemeint war. So, wir versuchen mal durch die Tür zu gehen. Ist das die Tür, die etwa dürfte nicht? Doch, die ist, das ist die, die abgeschlossen. Können wir die aufmachen? Nein, ist abgeschlossen. Schlüsselloch ist ein Biohazard-Zeichen. Okay, das heißt, wir brauchen einen Biohazard. Schlüssel. So, wir gehen mal die Treppe hoch. Aber finde ich echt geil. So, wir gucken uns mal eben das Bild an. So, ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater. Drei seltsame Löcher. Am Finger des Jungen, am Ohr des Mannes und an der Brust des Mädchens. Okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas einsetzen. Aber ich bin etwas enttäuscht. Wenn ihr euch noch dran entsinnen könnt. Ich hatte ja im allerersten Teil, fand ich ja das Muster, den Ladescreen, wenn du hier im Eingangsbereich die Treppe hochgehst, fand ich diesen Ladescreen halt vom Muster her total toll. Ja, hier gehst du in Anführungsstrichen einfach nur die Treppe hoch. Hier hast du keinen Ladescreen. Natürlich irgendwo. Wieso finden wir hier ein Messer? Wir nehmen es noch mit. Ist umsonst. Ist natürlich klar, dass hier kein Ladescreen auftaucht. Deshalb fehlt der hier. Auf eine Art schön, weil dann nicht schon wieder einen neuen Bereich, der geladen werden muss. Die PlayStation 1 hatte damals ja nicht die Kapazitäten gehabt. Aber ich vermisse ihn leider ein bisschen. Ja, wir gehen durch die Tür. Wir werden es, denke ich mal, überleben. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, das ist schön. Wahrscheinlich, wenn wir hier da unten irgendwas einsetzen, dann geht die auf. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Aber warum haben wir jetzt hier ein Messer gefunden? Ja, das ist ja uncool. Also wenn wir hier wahrscheinlich irgendwas mit dem Messer messern müssen. So, das ist auch nur die einzige Tür. Okay, da auch. Ja gut, dann geht es hier nicht weiter. Dann hat sich das ja erstmal erledigt. Ich will hoffen, dass jetzt keine Hunter da sind. Und ich habe die Befürchtung, dass ich das jedes Mal sagen werde, wenn ich diesen Raum hier betrete.
So, genau. Wir könnten mal versuchen, wir fahren mal mit dem Aufzug. Mal gucken, wo der hinführt. Sind wir mit dem schon gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ein bisschen Musik wäre jetzt auch schön gewesen. So richtig schöne Fahrstuhlmusik. Hui, 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 hui. Okay. Das war ja genau. Da war, hier waren wir. Ja, okay, es ging ja hoch. Okay, ja. Alles klar. So, wo ich jetzt nochmal hin wollte, war hier vorne. Moment. Hier hin. So, weil da waren ja auch noch ein paar Fahrstühle. Die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Wir wollen mal gucken, wo die hinführen. Ob die überhaupt funktionieren, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ein Schalter. Den Schalter betätigen. Wir betätigen ihn. Kommt jetzt irgendwas hoch. Hm. Okay. Was ist das? Ja, in dem Nebenraum Blitze blinkt was. Das wissen wir ja schon. Feuerlöschmittel. Damit kann ich Feuerlöscher... Ah, geil. Wir können Feuerlöscher für... Juhu, juhu. Okay, wo ist der nächste Speicherraum? Gebt mir einen Feuerlöscher. Okay, hier auf der Etage schon mal gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist uncool. Okay, dann das heißt, wir müssen jetzt mit dem Aufzug wieder hinabfahren. Hier hin. In den Safe Room. Und den Feuerlöscher mitnehmen. Den möchte ich nämlich jetzt befüllen. Obwohl, das könnten wir theoretisch auch ein andermal machen. Wir wissen jetzt, wo wir es machen können. Das heißt, gehen wir nochmal hier hin. Ja, das ist logischer. Weil den Feuerlöscher, den brauchen wir eh in dem Munitions... Also hier in dem... Ja, sag mal. In der Waffenkammer. So. Wo führt das hier hin? Alles so verwinkelt. Wie ein Irrgarten alles aufgebaut. Ob das so sein soll... Okay, ich glaube, wir sind sogar schon da, wo wir... Okay. Ja, wir sind... Wieso sind wir hier? Durch die Tür gehen wir nicht, denn da weiß ich, da ist ja schließlich eine Spinne, die ziemlich groß ist. Und... Ja. Die vertilgt den Chris... Bestimmt zum Frühstück. So, das heißt Feuerlöscher. Wissen wir auf jeden Fall, wo wir den einsetzen können. Jetzt ist aber hier nochmal so ein Fahrstuhl. Ich möchte wissen, wo der hinfährt. Der fährt hoch. Okay, der fährt auf... Na, da hat aber einer den Boden voll gekleckert. Ifui. Und ich befürchte, dass wir herausfinden werden, was das war. Ein Wasserbassin. Okay, hier ist auch eine kleine viereckige Öffnung. Dort ist eine Bemerkung. Ablass nur zum Reinigen und Wasserwechsel erlaubt. Okay, das heißt, wir sollten jetzt hier das Wasser ablassen. Wir haben ja dieses Kupplungsstück gefunden, womit wir dieses achteckige, was wir uns hier an der Maschine gezimmert haben, wieder auf viereckig umstöpseln konnten. So, weil da blinkt, blinkt ja was. Das heißt, wir sollten einmal das Ventilrad mitnehmen und einmal den Feuerlöscher. Das ist natürlich eine super töfte Idee. Ich glaube, das macht man jetzt auch sofort. Aber ich befürchte, dass wir dann herausfinden werden, was oben zu diesen... da war wieder so ein komisches Dingsbums. So ein Scanner. Was oben zu diesen Blutflecken geführt hat. Okay, wir halten uns sofort links. So, wir wissen aber, hier vorne war auch noch einer. So. Also wenn man bei denen so ein bisschen aufpasst, geht's an für sich. Sprach die Fliege und sprang in den Mixer, denn ich befürchte, wenn wir gleich da langlaufen, passiert genau das, was ich nicht möchte. Wir lösen Alarm aus und dann haben wir hier wieder Hunter-Action und... Ja. So. Wo ging es denn lang? Okay, einmal geradeaus und dann direkt links. Okay, alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Reihenfolge, wie ich das jetzt mache, logisch ist. Ob ich jetzt nicht besser doch etwas anderes erst gemacht hätte. Aber da oben sind Bereiche, da sind im Moment keine Gegner. Also es ist eigentlich immer ganz praktisch, erst die zu machen.
unter Umständen das ein oder andere Kreuzchen und etwas Munition noch mitzunehmen. Okay, ja, die hat man ja dabei. Okay, fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben diese zwei Flügel, wofür auch immer die sind. Ich denke mal für irgendeine Libelle, sind ja Libellenflügeln, aber wir haben die Libelle noch nicht. Sind das etwa die zwei Flügel, die wir abgerupft haben bei diesem komischen, was wir da oben auf dem Schloss? Ach, ist egal. Das Messer lassen wir auch am besten erstmal drinne, obwohl theoretisch. Aber wenn wir nachher brauchen, sind auch wieder Käse. Müssten wir wiederholen. Wir nehmen jetzt erstmal einen Feuerlöscher mit. Feuerlöscher, ich bin froh, dass wir dafür nochmal einen Verwendungszweck haben. Und dass wir den mitgenommen haben, vor allen Dingen. Das ist natürlich sehr gut gewesen. Sehr blöd gewesen, dass wir aber alles andere mit Claire mitgenommen haben. Aber da war halt Unwissenheit, ne? Das wird beim nächsten Mal hoffentlich, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Weil das werde ich jetzt natürlich nicht direkt im Anschluss machen. Das wird dann doch etwas noch dauern, bis wir dann nochmal Code Veronica X, ich nehme mal an, eher auf der PlayStation 3 nochmal angehen werden. Weil die halt grafisch den größten Unterschied macht. Die GameCube-Version hat leichte Unterschiede, sieht ein bisschen besser aus. Aber so groß sind die Unterschiede nicht, das weiß ich. Aber da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, welche Version ihr präferiert oder ihr gerne sehen wollen würdet. Au, 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 au. Ah, das war haarscharf. Ich hab's mir gedacht. Boah, beinahe hätte ich hier Alarm ausgelöst. So. Aber es kann auch sein, dass ich mir irgendwann nochmal überlege, dann doch die GameCube-Version zu machen und nochmal die PlayStation 3-Version. Es wird ja nicht schlecht. Gute Spiele bleiben nun mal gute Spiele. So. Und ich muss sagen, ja, ich erkenne hier auf jeden Fall die Qualität von den alten Razies wieder. So, haben wir gefüllt. Könnten wir die unter Umständen nochmal füllen? Das ist natürlich auch eine Idee, die gleich mal zu kontrollieren ist. So, wir fahren mit dem mal eine Etage tiefer. Und dann wollen wir das Feuer mal löschen, denn da weiß ich, da werden wir was ganz Schönes kriegen, nämlich die Magnum. Die hat ja da gelegen. Und wir hatten ja hinten den Spind. Ich denke mal, das war auch das, was hier die Explosion ausgelöst hat. Da stand ja, dass die bei auf Wärme reagiert, der Zünder. Aber wir hatten das Feuerzeug ja gar nicht dabei. Okay. Okay, wir müssen uns ans Feuer stellen. Kann ich jetzt was? Was? Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich hoffe, das wird uns nicht verletzen. Benutzen. Okay, jetzt aber. Okay, wo der weiße Schaum jetzt herkam, da möchte ich jetzt nicht zu sagen, aus welcher Körperregion. Man könnte auch. Nein, das sage ich jetzt nicht. Okay, da ist ein Stromkabel. Huiuiui. Das war aber knapp. So, wo sind wir denn hier? Ah, okay, genau. Ja, ja, ja. Okay, Zombie. Schon gesichtet. So, wir schauen uns hier mal eben um. So, die Tür ist abgeschlossen. Wärmeempfindliche Sprengstoff wurde angebracht. Ja, das war ja. Das Problem ist, dass wir kein Feuerzeug haben. So, und da muss ich zugeben, ich habe etwas gespinst. Aber nicht in die Zukunft, sondern in Sachen, die ich schon aufgenommen hatte. Und da habe ich mal so ein bisschen Probe geguckt bei der Miss Fortuna LP. Ich habe ja schon mal den Kanal empfohlen. Kann ich auch immer wieder empfehlen. Toller Kanal, tolle Let's Playerin. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, leider Gottes, dass ich auf der Insel jemanden vergessen habe. Ich denke mal, euch ist es auch aufgefallen. Und unter Umständen hat auch schon der ein oder andere auch da schon drunter geschrieben, dass ich auf der Insel jemanden vergessen habe, der auch etwas Besonderes für mich gehabt hätte. Ja, ich habe nicht mehr an den wie ist er nochmal? Rodrigo Juan Chaval. Genau, an den Rodrigo habe ich nicht mehr gedacht. Der war doch in dem Wurm gefangen und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir den Wurm irgendwann nochmal als Boss bekommen. Nein, das war unten ein Bosskampf, nur ich bin halt einfach dran vorbeigelaufen. Das heißt, der ist optional. Das Problem ist dieser Juan. Ah ne, Rodrigo. Genau, Juan Rodrigo Chaval. So, egal. Der hat auf jeden Fall, hätte uns das Feuerzeug von der lieben Jill wiedergegeben. Dann hätte der Chris nämlich das Feuerzeug. Das Problem ist, wir haben das Feuerzeug nicht. Und deshalb werden wir diesen Spind hier wahrscheinlich nicht aufkriegen. So ein totaler Mist. Ja.
Hätte ich mich doch besser mal diesem Wurm gestellt. Aber dann haben wir ja einen Grund, das Spiel halt nochmal zu spielen. Halt einfach das, was ich ausgelassen habe, dann eben nochmal nachzuholen. Nochmal, es ist blind, es tut mir wirklich leid. Ich habe echt gedacht, wir treffen nochmal ein andermal auf den Wurm. Und irgendwann habe ich auch einfach den Rodrigo vergessen. Bin ich ehrlich? Ja, ich habe ihn vergessen. Es tut mir wirklich leid. Eigentlich ein ganz toller Charakter, ein ganz netter Charakter. Aber was willst du machen? Und zurück können wir leider nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass der Chris nochmal in die Sea Harrier springen kann. Und deshalb müssen wir uns das für den zweiten Durchgang aufheben. Und wenn ich es da vergessen sollte, dann haben wir übrigens nochmal einen Grund für den dritten Durchgang. Wir machen so lange... Okay, das sage ich jetzt besser nicht. Dass wir jetzt so lange machen, bis wir alles gefunden haben. Weil ich glaube, dann mache ich hier 100 Mal dasselbe Let's Play. So. Nein, aber wir werden auf jeden Fall... ein paar Sachen, die ich habe liegen lassen, auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir das alles nachholen. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber soweit ist es noch nicht. Da ist ein Schlüssel. Wofür ist denn der? So, Kranschlüssel. Welcher Kran? Ach, du Schisselpack. Heieieiei. Okay, wir sind getroffen. Ui. Sind wir vergiftet? Noch nicht, aber... wir merken uns, Chrissy Boy ist einmal angedatscht worden. Eieieiei. So, wir machen Abgang. Okay, und jetzt haben wir das Problem, dass der uns einkesselt. Wir sind mal vergiftet. Wir müssen uns aber einmal heilen. Ich würde sagen, wir pumpen ihn einmal mit Blei voll. Ja, schön. Chris, was machst du denn da für eine Scheiße? Oh mein Gott. Mal wieder muss ich hier mit Kraftausdrücken um mich werfen. Ja, es ist manchmal lustig. Da musst du doch nach unten schießen. So, theoretisch brauchen wir aber in diesen Raum nicht nochmal zurück, oder? Wir waren unten. Das ist eigentlich alles erledigt. Wir sind mit dem hochgefahren. Wir waren in dem Wasserbassin. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist definitiv ein Gegengift. Das hatten wir aber, glaube ich, unten in dem Raum drin gehabt, ne? Oder? Wie war das? War da nicht so ein Kasten mit blauem Kraut? Ich will hoffen, dass Chris hier nicht gleich schon wieder aus den Latschen kippt. Obwohl, ich muss sagen, beim letzten Mal war der ja ziemlich lang vergiftet und der hat echt lange dafür überlebt. Das Einzige, was nachher ist, dass die Bewegungen immer träger werden, dass der dann sich nur noch durch Gegend schleift, aber gestorben sind wir nicht. So, ich meine, hier ist... na okay, das war nicht hier in dem Raum, dann war es woanders. Aber wir haben, glaube ich, einmal Gegengift im Inventar hier in der Box, ne? Hoffe ich. Jawohl, sogar dreimal. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen einmal volle Heilung, weil... ich glaube, wir sind angeschlagen, als wir glauben. Der hat uns gerade eben drei oder viermal hat der uns hier eine geknallt. Und die machen hier ordentlich Schaden. So, wir nehmen einmal volle Heilung. Ja, auch wenn das eben schon einmal Vollheilung war. Ja, das Heilkraut ist knapp. Gebe ich zu. Es waren... andere Resis, da... sah es heilungstechnisch etwas besser aus. So, aber wir haben einen Kranenschlüssel. Die Frage ist nur, wofür ist der? So, wir gucken mal eben auf die Karte. Denn hier haben wir den Vorteil, wenn wir den Schlüssel im Inventar haben, zeigt er uns die Tür, wenn sie auf der Karte ist. Grün an. Kranschlüssel. Wo haben wir denn einen Kran gefunden? Ja, okay. Ach ja, Moment. Das zeigt er uns natürlich nicht an, als Tür zu öffnen, sondern das ist natürlich für den Kran, klar. So, wir hatten ja hier in dem großen Dingsbums da... ah. In der großen Halle, wo diese Kommissioniermaschine stand, die Pakete in die richtigen Lager verfrachtet hat, da war ja die große Spinne und da war ja ein Kran. Und ich denke mal, dass wir damit das Eis zerstören müssen. Und damit die Spinne rauslassen. Juhu. Okay, ich glaube, wir bleiben noch weiter hier unten.
Die Frage ist, wohin? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Tigerkopf. Und genau das machen wir. So, wir gehen mal zum Tigerkopf. Da hatten wir ja auch noch einen Fahrstuhl. Da fahren wir mal auch durch die Gegend. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier unten alles erledigen, was wir erledigen können. Ich denke mal, alles können wir nicht erledigen, aber das, was möglich ist, wollen wir tun. Ich will hoffen, ihr seid damit einverstanden. Ich mache es einfach so. Weil die Spinne können wir noch früh genug befreien. So. So, das war hier lang, ne? Genau, da konnten wir uns nicht anziehen, aber hier konnten wir durch. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo das hinführte. Oh, ich habe einen Kopf wie ein Sieb, ne? Jetzt muss ich auch zu meiner... Zu meiner Verteidigung sagen, dass das jetzt auch schon 4 Tage her ist, die letzte Aufnahme. Ich bin in den letzten Tagen nicht zum Aufnehmen gekommen, ist manchmal auch so. Ich kriege davon nicht viel mit, weil ich natürlich immer so ein bisschen vorproduziere. Ach ja, stimmt. Oh, diese Krabbelfiecher. Yippie. Wo ich mir die Frage stelle, vergiften die einen? Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Ach du Scheiße. Ach du Jemine. Das ist aber ein großes Irgendwas. Ihhh, das ist ein Nest. Ihhh, Fuiba. Das ist ein Nest. So, wir haben wieder einen Flügel. Okay, jetzt haben wir schon 3 davon. Okay, die Bälle haben ja auch 4, ne? Ifuiba. So, wir machen uns mal eben mal einen Überblick. Okay, wir können links laufen oder rechts. Ich würde sagen, wir drehen uns einmal rum. Ach du. Aua. Auchi. Ifui. Okay, da war Heilung. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich wollte sagen, wir gehen durch die Tür, die ist nicht kleiner. So. Macht keinen Sinn. Ich habe es trotzdem gemacht. Okay, das kam mir auch aus dem ersten Teil bekannt vor. Warum sind hier Sachen nachgebaut aus dem ersten Teil? Das war wahrscheinlich hier schon... Das war alles geplant. Ein teuflischer Teufelsplan. Wir nehmen das Kraut mal mit. Ich hoffe, wir haben nachher nicht zu viel im Inventar. Ich befürchte, ja. Frage ist auch, wie viel Schaden machen die Kleinen? Also, das war jetzt 2-3 Mal getroffen. Und da liegt, glaube ich, ein Zombie. Ja, hier sind Zombies. Okay, dann nehmen wir mal die Pistole. Wir müssen ja hier nicht gute Munition verballern. Ui. 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 Okay, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Okay. Ich wollte gerade sagen, Chris, wo schießt du hin? Ich meine, ich bin ja froh, dass wir trotzdem getroffen haben, aber... Okay, das ist aber... Okay. Kommen wir nur von der Architektur her, wie vom ersten Teil. Das hat jetzt doch keinen spezifischen Raum, den es da... Okay, blaues Kraut. Sollten wir vielleicht... mal kombinieren, weil ansonsten geht uns jetzt schon der Platz aus. Da ist halt die Frage, wofür sind die Libellenflügel? Nehmen wir das Grüne mit? Dann haben wir keinen Platz mehr. Wir gucken uns erstmal um. So. Forschungsbericht über Ameisenkönigin. Yippie! Ameisenkönigin. Spinne, Ameisen, nicht läuft. Nachdem ich in den Genen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschung auf Ameisen konzentriert. Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen. Alle Soldaten und Arbeiterameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen, solange die Königin am Leben bleibt. Das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Ach so.
Das scheint Alexia zu sein. Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in den Muttervirus injizierte, den Spencer gefunden hat. Ich habe meine ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt benutzt, doch wie ich schon vermutet hatte, bewirkte der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und sein Körpergewebe völlig zerstört wurden. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen das die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Hey, daher habe ich für Notfälle ein Gegenmittel gemischt und es im Chemie-Waffenlager auf Ebene B2 gelagert. Chemie-Waffenlager. Okay, habe ich nichts gesehen. Gut. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit seinem unvorstellbaren Potenzial den Namen T. Veronica zu geben. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Alexia Ashford, ich hab's mir gedacht, Königin. Okay, also auch in leichten Größen waren die Olle. So, was ist damit? Können wir das irgendwie auf Seite schieben? Können wir nicht. Eine alte Petroleumlampe. Es ist noch etwas Petroleum drin. Ja, hätten wir ein Feuerzeug, hätten wir sehr wahrscheinlich da irgendwas machen können. Okay, wir nehmen mal das Schrotgewehr, denn der sieht nicht ganz so tot aus. Und das sieht so aus, als wenn der uns ganz schnell ganz arge Probleme machen könnte. Ja, schön. Leichte Orientierungslosigkeit. Herrlich. So, jetzt gehen wir aus der Ecke raus. So. Und ich befürchte, weil wir... Und wir sind schon wieder auf Gelb. Toll. Guck mal, aber gleich auf jeden Fall schon mal... Okay, du bist da unten. Ha. Können wir auf jeden Fall gleich das grüne Kraut uns direkt mal in den Kopf werfen. So, ich befürchte aber, da wir das Feuerzeug nicht dabei haben, dass wir hier nicht sehen, dass das zu dunkel ist. Okay, Chris scheint doch was zu sehen. Auf jeden Fall schon mal Patronen für die Pistole. Und nochmal. Sonst nichts? So, Moment. Eine Computeranlage, vermutlich war sie mit dem Hauptcomputer verbunden. So, die Ameisenkönigin ist tot. Der Ameisenhügel wirkt ausgestorben. Ja, nicht, dass die nachher nochmal wiederbelebt wird. Weil wir hatten ja so einen ganz tollen Haufen. Was ist denn das für komische Viecher gewesen? Das sah irgendwie aber nicht wie Ameisen aus. Es waren so fliegende Ameisen. Ich weiß es nicht. Irgendwas war da. Die Frage ist, wofür ist dieser Raum? Ich befürchte, dass wir das erst hätten herausfinden können, wenn ich ein Feuerzeug hätte. Aber theoretisch müsste das optional sein. Weil wir haben es ja nicht mitgenommen. Das kann natürlich dann passieren. Weil ansonsten wäre es ein Gamebreaker. Wenn wir jetzt wirklich aufs Feuerzeug angewiesen wären, dann hätte uns das Spiel theoretisch zwingen müssen, gegen den Wurm zu kämpfen. Was das aber nicht getan hat. Wir konnten ja an dem vorbei. Und deshalb hatte ich auch gedacht, wir kämpfen nochmal gegen den Wurm. Und ich hatte auch damit gerechnet gehabt, dass der Rodrigo irgendwo dann ausgespuckt in der Ecke sitzt und wir den so retten. Ich habe aber nachher gar nicht mehr an den gedacht. Na gut. So, wir sind wieder auf gut. Haben auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Alles wunderbar. Okay, das war's soweit. War ja der erste Raum schon mal ganz manierlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was hinter der großen Tür ist. Erfahrungsgemäß was Größeres. Deshalb wollte ich jetzt gerade auch durch die kleine gehen. So, wir laufen los. Aua, 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 aua. Ja, ja, okay. Wir gehen nochmal ganz kurz hier raus. Oh. Ich will hoffen, dass sie keinen großen Schaden machen. Äh,
Irgendwas muss ja da drin sein, was einen kontaminiert. Sonst hätten wir hier nicht so eine Dekontaminierungseinrichtung. Und ich hätte ja immer noch gerne diese Schutzanzüge hier an. Die will Chris aber sich nur angucken und die anziehen. Das finde ich eigentlich ziemlich uncool. Sollen wir hier mal ganz kurz zurück? Ich möchte ein paar Sachen aus dem Inventar legen, denn das ist mir zu viel Krömpes, was wir dabei haben. Das Messer holen wir ein andermal. Das hat ja keinen Sinn hier, kein Zwerch. Hier mit absolut vollgestopften Taschen durch die Gegend zu flitzen. Weil das war jetzt gerade schon knapp. Im nächsten Raum werden wir wahrscheinlich irgendwas mitnehmen müssen. So irgendwie so rein schlüsseltechnisch, keine Ahnung. Irgendwas braucht man bestimmt. So, deshalb schmeißen wir mal die Magnum raus. So. 6 Schuss haben wir ja noch. Wofür die Goldluger ist, habe ich immer noch keine Ahnung. Das Messer schmeißen wir auch erstmal nach hier unten hin. Den Würfel haben wir auch die ganze Zeit dabei. Ich habe auch noch keine Ahnung, wofür der ist. Ich befürchte, wenn ich den jetzt rauslege, dann brauchen wir den. Aber wir schmeißen ihn trotzdem mal raus. Wenn, dann laufen wir nochmal zurück. Dann ist es halt so. So, und die Flügel bin ich mir jetzt... Die lassen wir, glaube ich, drin. Weil die Ameisen hatten ja die Libelle auseinandergenommen. Vielleicht müssen wir die Libelle wieder zusammensetzen. Ich weiß es nicht. Den Kranschlüssel brauchen wir gerade auch noch nicht. So, Stahlkoffer haben wir ja immer noch das Problem, dass wir eben kein Dietrich haben, ist dann das nächste Problem. So, wie schmeißen wir die goldene Luger hier unten hin? So. Genau. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal eben an die Tipse. Verewigen unseren Spielstand. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mit dieser Folge Spaß hattet. Wenn ja, quittiert mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar, würde ich mich drüber freuen. Genau. Und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!